Ach ja. Ich weiß natürlich schon, was jetzt gleich passieren wird. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt total überrascht bin von dem, was gleich kommt. Aber ich verrate mal nichts. Ihr werdet es jetzt gleich schon sehen. Nanu? Wer bist du denn? Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Zeig mir deine Ware. 2000 Erz. 20 Stärke Bonus Amulett und ein... Uiuiui. Hast jetzt nicht so die super tollen Waffen dabei, ne? Kollege. Aber die Amulette hier, die sind nice. Die möchte ich beide schon allein aus Prinzip haben. Und wir werden nochmal gerade ein wenig Waffenverkaufen machen. Und wir haben hier wieder ein bisschen was an Schrott angesammelt. Oh. Was ist denn da so wertvoll? Den Hammer behalten wir auf jeden Fall. Ja, so kommt das schon hin. Kannst du mir was beibringen? Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Da könnten wir Armbrustschießen lernen. Das Problem ist, wir brauchen unbedingt noch zwei Hände Stufe 2. Deswegen lasse ich das erstmal. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. What the fuck? Du bist ja eigentlich ein Netter, aber... Die Waffe weg! Tut mir leid. Söldnerklinge? Was? Wie Söldnerklinge? Ich weiß, ich hätte ihn auch direkt niederschlagen können, hätte ich die ganzen Sachen nicht kaufen brauchen. Ich will aber den ganzen Müll nicht haben, den er bei sich trägt. Kavalon, wie geht's dir? Was hast du denn dabei? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du hast wieder Bögen. Die neuesten Bögen im Angebot. Und einige Armbrustbolzen. Und ein wenig Erz. Den Rest darfst du gerne behalten. Aufnahme läuft auf jeden Fall noch auf beiden Seiten. Rechts habe ich immer so schön auf dem zweiten Monitor mein Outer City laufen. Da sehe ich dann noch mal gut mein Gelabere. Damit ich auch mal weiß, wie laut ich bin, ob ich übersteuere oder nicht. Geschwindigkeitstrank. Ah, den 2-Minuten-Trank hätte ich mir schenken können, aber okay. Dann gehen wir mal Richtung neues, altes Lager. Nanu? Was ist denn da los? Warum steht denn hier Milton rum? Welche Überraschung. Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten, du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen.
Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Macht Sinn. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Oh Mann. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich doch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Wir sehen uns. Okay. Sprechen wir noch mit Diego. Ja, da sind wir wohl mal ein bisschen zu spät gekommen, ne? Also von den Feuermagiern, außer von Milton vielleicht, kriegen wir definitiv keine Hilfe mehr. Sehr, sehr bedauerlich. Tut mir leid um die Magier. Also gut, dass Milton noch lebt. Mit den anderen hatten wir eh nie wirklich was zu tun. Aber sprechen wir erstmal mit Diego. Hoffentlich kann der uns sagen, warum hier so die Party abgeht. Und warum die alle durchdrehen da, die ganzen Gardisten. Haben die Diego denn jetzt auch ausgesperrt oder was? Hey, pst. Sei ganz leise. Hallo Diego, ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Du Scheiße. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall.
und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir vier uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Mach's gut. Aber... Oh-oh. Nicht gut. So. Der ist Geschichte, der Freund. Boah, die sind jetzt nicht so ausnehmenswert. Ich lasse mich bestimmt nicht von diesen... Ah, guck mal hier. Lordwin. Der miese Penner. Die Waffe weg! Ich glaube, du spinnst. Du bist auch nicht ganz Turmkopf. Wieso lebt ihr eigentlich noch? Lass mich eh nicht durch das Tor. Idiot. Aber wir werden auch noch zum anderen Tor gehen. Denn, ja, da warte ich schon das ganze Spiel drauf. Diesen dämlichen Gardisten eine von die Rübe zu geben. Wobei es im anderen Tor wirklich schwierig werden dürfte. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste da Torus stehen. Der erklärt uns wahrscheinlich auch, was man uns vorwirft, wenn er noch da ist. Schmerzen sind eine Frage des Willens. So heißt es schön in einem Spruch von einem Charakter oder von manchen Charakteren hier in Gothic. Lass mal gucken, wer da alles steht. Torwache, Gardist, Fletcher. Fletcher war doch eigentlich immer ganz cool. Wieso ist denn der jetzt auch so ein Arsch? Ich glaube, wir haben sogar gar keine Chance gegen die alle da. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es gar nicht. Greifen die uns direkt an, oder? Redet der mit uns? Wer redet mit uns? Sieh mal einer an. Einer aus dem neuen Lager. Ja und? Was geht dich das an? Bald wird auch eure Mine zu uns gehören. Davon träumst du doch nur. Leider können wir es nicht zulassen, dass du das irgendwo herum erzählst. Warte mal. Ich bin nicht auf Streit aus. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier aufkreuzt. Hey, was soll der Unfug? Auf ihn, Jungs! Den schnappen wir uns! Hör doch auf, du Idiot. Depp. So.